Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und ja, genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und haben die sehr aufreizende Maria kennengelernt, wie sie uns anhimmelt. Und genau, sind am Park angekommen, beziehungsweise in einer anderen Ecke von Silent Hill. Und genau, waren da oben im Park und jetzt sind wir hier bei Jack's Inn. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas haben. Kommen wir hier rein? Oh, Trespassing. Nee. Okay. Sehr neblig geworden hier. Also das ist schlimmer als am Anfang mit dem Nebel, habe ich das Gefühl. Guck mal, da liegt, da ist ein Speicherpunkt, aber nein, mache ich wieder so. Okay. Ja, die Maria, die ist bei uns, die verfolgt uns. Und genau, wir sind in der Monsoon Street. Haben wir hier irgendwas? Ich sehe hier so wenig, ne? Das ist. Ich sehe hier extrem wenig, Leute. Das ist extrem. Extremst neblig. Oh mein Gott. Es kann aber auch sein, dass es ein bisschen zu hell eingestellt ist, das Spiel. Ich weiß es nicht genau. Aha. Da ist er. Okay. Ah! Okay, hau einfach weiter drauf. Ah, geh weg, Maria! Maria, geh weg! Okay, Maria, komm mal her, bitte. Nicht das. Moment. Moment. Das machen wir anders. Lad mal die. Nimm mal die Pistole und mach mal neu laden. Und dann schießen wir die jetzt kaputt. So. Weil das muss nicht sein, dass die hier die Maria beschädigen. Puh. Okay, Maria, das haben wir nochmal überlebt. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Das Ganze ist sehr neblig hier. Gute Frage. Tatsächlich. Ne, da sind wir hergekommen. Warum gehen wir zurück? Na, wartet mal, vielleicht gibt's ja hier was für uns. In diesem Laster oder so? Nein. Okay. So. Okay, dann gehen wir mal weiter diese Straße hier entlang. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich habe natürlich mal wieder meine Uhr vergessen. Ach, Leute. Ja, das ist ein bisschen doof. So. Genau. Aber ich glaube, wir sind einfach so schön. Okay. Aber jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Eieieiei, die laufen am Boden rum hier. Ja, ich weiß halt nicht, ob die uns wehtun hier, ne? Das ist, komm mal hier hoch. Ich glaube, hier oben ist besser. Aber hier oben können wir nicht weiter. Schade. Oh. Was ist mit dir, Maria? Hat dich jemand erwischt? Erwischt? Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht hier mit Munition rumschießen, aber da das diese Bodenviecher sind, und ich nicht will, dass die Maria treffen. Ja, guck mal, der steht auf. So, und direkt weg mit dem. Okay, der ist auch so kaputt. Puh, okay. Weil Maria ist eine Lady. Boah, ich sehe gar nichts hier mit dem Nebel. Ach, sie ist einfach erschöpft, glaube ich. Okay, wir müssen einmal nochmal zurück. Und hier die beiden Straßen mal erkunden. Ja. Ist doch richtig, ne? Ja, Cat Street. Genau, da waren wir nämlich noch nicht. Einfach mal schauen. So. Ist wieder so ein Ding. Wo ist es? Da! Da rechts, da. Ah, noch einer! Eieiei! Lässt du die in Ruhe? Okay, da ist der andere Zombie. Du lässt bitte Maria in Ruhe! Verdammt nochmal! Lad nach und schieß da! Schieß doch drauf!
Irgendwie treffe ich den nicht, warum auch immer. Kannst du den mal treffen? Was machst du denn? Warum kriegt Maria Schaden? Ah! So viel Muni verballert. So viel Muni verballert jetzt hier. Aber ich will halt nicht, dass Maria Schaden nimmt. So, was haben sie? Was haben wir denn hier? Was haben sie hier versteckt? Okay. Hier ist wahrscheinlich irgendwas, ein Item oder so. Nö, gar nichts. Okay. Noch so ein Teil. Och Leute, nicht euer Ernst. Jo, alles klar. Das heißt, wir können da aber wieder mit der Stange arbeiten. Wenn Maria bitte jetzt hinter mir weggeht. Maria, geh hinter mir weg. Weil ich möchte Munition sparen. Ah! Wie viel hältst du noch aus, Kollege? So. So. Okay. Der nächste ist dann auch hier irgendwo. Wenn Maria ohne Waffe ist, das ein bisschen... Warum kriegst du Schaden? Das verstehe ich nicht. Bei Maria ohne... Haben wir eigentlich ihre Gesundheitsanzeige? Nein. Ohne Waffe ist ein bisschen kacke hier in Silent Hill, Maria. Mensch. Wer rennt denn hier ohne Waffe rum? Wo ist das Ding? Da, ja. Okay, ja. Du bleibst hier. Ah, geh weg. Geh weg. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Wie oft noch? Geh kaputt, habe ich gesagt. Junge, Junge, wie viel hältst du aus? Verdammt nochmal. Okay, wir haben es gecleant. Aber was ist hier in der Cat Street? Hier muss doch... Ah, danke. Verbandskasten. So, erste Hilfekasten. Was haben wir hier noch? Ist hier irgendwas? Das ist auf jeden Fall eine Riesenmauer. Sonst ist hier gar nichts. Wartet mal. Da kann man doch rein. Ah, nochmal ein Erste-Hilfe-Kasten. Danke dir. Danke euch. So. Jetzt gibt es hier nichts, ne? Wie es aussieht. Aber immerhin. Zwei Erste-Hilfe-Kästen hier. Warum denn nicht, ne? Ja, das hat sich gelohnt, finde ich. Bisschen Munition für gegen Heilung eingetauscht. Ja, warum denn nicht? So. So, Maria, dann... ist tatsächlich nichts sonst. Aber ist in Ordnung, wie gesagt. Ist okay. Ich muss mal gucken, was haben wir denn gerade für ein Story-Item? Gar keins. Brief von Mary, Foto? Gar nichts. Lol. Okay, was? Das heißt, wir müssen dann einmal wieder zurück und dann nach rechts. Dann machen wir das doch mal, Freunde. Ja, ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut, tatsächlich. Auch wenn das Wetter draußen was anderes sagt. Es ist ziemlich depressiv grau. Ai! Okay. Au! Oh, Junge, Junge, Junge. Geh weg. Du Mannequin-Monster. So, kann man den... Ne, der lebt noch. Warum lebst du noch? Maria, geh bitte weg. Geh, halt bitte Abstand von dem Ding. Ah. Mensch, jetzt nochmal. Ah. Puh. Okay, das haben wir geschafft. Hier ist schon wieder so eine komische Mauer. Okay. Kann man auch nicht rein oder so? Gar nichts? Okay. Dann haben wir diese Straße hier ja. Da war die Straße völlig nutzlos. Ne, wir müssen nach... wartet mal. Wir müssen ja ganz zurück.
Okay, müssen wir ganz zurück. Ganz zurück, und zwar hierhin. So, ich wüsste gerne, wie es Mary geht, aber den Status haben wir leider nicht. Ich würde gern was von mir abgeben, tatsächlich. Aber, geht nicht. Ja, ihr seid tot, alle zum Glück. Ach, guckt mal, weil wir da reingetrampelt sind, haben wir jetzt hier das Blut. Ja, geil. Warum? Was? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Hä? Wir sind doch gerade hier vorbeigelaufen. Einfach weiter draufhauen, James. Einfach weiter draufhauen. So. Ja, danke. Oh, und wir müssen uns heilen. Schaut mal. So. Einfach mal zwei Tonikums genommen dafür. Tonikums oder Tonika? Ich bin mir nicht sicher. So. Wie gesagt, am... Alter Schwede! Kommst du denn auf einmal her? Einfach um die Ecke hier ge... Maria, geh bitte hinter uns weg. Du kriegst wieder einen Schaden ab hier. So. Diese Mannequin-Monster sind echt widerlich. Kann man hier was machen? Nein. Aber da liegt das auf dem Boden. Ah, dankeschön. So klein die Items hier, ey. Aber haben wir mitgenommen. Hier ist sonst nichts. Da ist zu. Oh, dann haben wir nur diesen einen Weg. Ich guck mir halt lieber alles an. Ne, das ist, Parkplatz. Aber da kommt wieder was. Die tauchen auf einmal auf, ne? So urplötzlich. Die tauchen echt so urplötzlich vor der Nase auf. Das ist total behämmert mit euch, Mannequin-Dingern. So, jetzt lass uns in Ruhe. Okay. Haben wir hier. Ach, genau, wir wollten doch hier drin gucken. Jack's Inn beim letzten Mal. Ja. Danke. Aber gut, dafür haben wir ja den anderen Bereich. Warum kriegst du Schaden? Das verstehe ich nicht. Ist das wegen dem Ding hier, oder was? Tatsächlich. Ich krieg Schaden von meinem Stachel am Holz. Ah, gut. Aber hier waren wir doch. Hier waren wir doch schon. Hier war doch der... Ja. Hier konnte man auch nirgendwo rein, oder? Hier sind die Zimmer... Das erinnert mich irgendwie an den ersten Teil, wo es hier was Optionales gab. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht... Vielleicht haben wir ja... Vielleicht haben wir ja was hier. Das ist nämlich genauso aufgebaut gewesen. Ich will wissen, ob hier was ist. Aber ich glaube, hier ist nichts, oder? Nee, hier ist nichts. Okay. Diesmal ist hier nichts. Schade eigentlich. Ich meine, warum machen die denn das Gebiet hier auch wieder so groß? Hier muss was sein. Nee. Ob man hier rein kann? No was? No backing in, ja. Nö, sind wir wieder draußen. Okay, nö, da ist hier tatsächlich nichts scheinbar. Schade. Aber okay, dann gehen wir jetzt auf der Straße weiter. Das ist unser einziger verbliebener Weg. Okay, dann ist hier tatsächlich nichts. Okay, dann wird das vielleicht später wichtig. Hier wirklich nichts, okay? Echt extrem neblig hier draußen, ey, meine Güte. Ah, vielleicht hier. Vielleicht irgendwas machen. Ja, ich sehe ja nichts wegen dem Nebel, das ist ja das Blöde. So, okay. Das ist hier nichts. Das sind Autos. Auch nichts. Schöner Stadtrundgang. Ganz ehrlich. Schöner Stadtrundgang.
könnte man... Hier kann man rein, oder? Lakeview Hotel. Da kommt wieder auf einmal ein Gegner. Da, okay. Und da ist noch ein Zombie da hinten. Ich hoffe, der wartet so lange. Ach, der ist schon kaputt. Guck mal, ich kann noch weiter drauf hier. Und bam. So. Ja, wunderbar, der ist kaputt. Wo ist der Zombie? Der ist da rechts, okay. Wo ist der Zombie? Da ist der Zombie. Ah ne, das ist auch so ein... Okay. Ich hatte gedacht, dass das ein Zombie wäre. Aber... Dem ist tatsächlich nicht so, okay. Aber das passt gerade. Das Wetter in Silent Hill und bei mir zu Hause ist im Moment gleich. Grau und vernebelt. Da ist der Zombie. Okay, und hau einfach weiter drauf, so. Einfach weiter draufhauen. Munition sparen. Munition sparen. Ach genau, wir wollten zu dem Hotel, glaube ich, ne? Lakeview Hotel, ja. Ich glaube, mich zu erinnern. Und der ist kaputt. Okay. Ja. Lakeview Hotel, aber wo ist denn das Lakeview Hotel? Heaven's Night. Text of Gas, okay. Ja, vielleicht haben wir ja hier irgendwas. Ich würde gerne eigentlich... Was war denn das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch jetzt? Das hört sich nach einem Auto an, ja! Ich habe einen Stall... schnell weg hier, nicht, dass das explodiert. Was? Ein Stahlrohr? Ein Meter langes Stahlrohr. Nicht sehr durchschlagskräftig, aber gute Reichweite. Ach, okay. Wir haben eine neue Waffe. Ach, okay. Ja, das kennt man vom ersten Teil. Okay. Das kennt man vom ersten Teil. Ja, guck mal. Ja, alles klar. Die Reichweite ist da höher bei dem Ding. Okay. Scheint hier nichts zu sein, okay. Bei der Tankstelle. Gucken wir uns hier mal vernünftig um. Er sagt gar nichts zu dem Zeug, ne? Zu dem Texongas. Sonst gibt's hier nichts. Bei der Tankstelle. Normalerweise sind Tankstellen spielen immer. Immer itemreich. Warte mal, man kann doch hier so. Egal. Wir gehen jetzt gerade ziemlich weiter. Wartet mal. Wir müssen mal... Mal hier gucken. So, das ist eine Bank, aber das interessiert uns alles nicht. Das sind so Schaltkreise, aber das interessiert uns auch nicht. Mensch, James, was interessiert dich denn überhaupt? Du rennst hier einfach so kommentarlos durch diese... gruselige Stadt durch und, ja. Na, das sind nur Steine, okay. Ist hier sonst gar nichts? Warte mal, hier in dem Müll vielleicht? Nee, auch nicht, okay. Na. Das ist jetzt eine eher ereignisarme Folge, ne? So, Heaven's Night. Hier können wir aber auch erstmal nichts tun, ne? Das heißt, wir können hier raus. Können wir hier durch? Ja, wir können hier durch. Okay. Wie gehen wir rumgehen? Ja, wir gehen genug Gold richtig. Ich möchte gerne hier in die Sackgasse. Ja, die Musik auf. Was ist denn hier jetzt gebacken? Da ist was auf dem Boden, aber das nimmt da auch alles nicht. Was ist denn los mit dir, James? Drücke ich die richtige Taste? Ja. Hier ist auch nichts, okay. Was? Abgeschlossen. Okay, aber da kommen wir irgendwann rein. Hier die Musik auf. Okay. Dann auf der anderen
Seite. Da ist auch Dead End. Ist ja gar nichts. Was ist denn hier los, sag mal? Das kenne ich aber auch anders. Ganz ehrlich. Okay, dann nach rechts. Fast, okay. Wir müssen nur einmal komplett hier rauslaufen. Okay, oh. Was ist das für eine Zeichnung denn? Bowling. Cool, auf jeden Fall. Bowlen tue ich auch gerne. Das macht Spaß. So, dann einmal hier rum. Verdammt nochmal. Sorry, wir kriegen gerade Kilometergeld. Maria, das ist bei mir immer so ein Spiel. So, hier waren wir. Dann hier lang. Mal gucken, was da noch... Ja, toll! Okay. Dead End. Das heißt, wir müssen weiter hier oben lang. Jetzt gehen wir hier oben lang und dann links. Auf die Nathan Eve. Okay. Avenue. Nathan Avenue. So. Ah ja, Waldstück. Okay. Silent Hill, Geschichtsforschungsverein. Okay. Geschichtsforschung. Ich möchte kein Item übersehen, deswegen... Ah, das war, glaube ich, der Parkplatz. Naja. Ja, oder? Ja, das war... Okay. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Nichts. Okay. Gut. Autos nochmal, aber da ist hier nie was drin. Was ist das? Toluca Lake. Keep the nature. Ja. Okay. Das machen wir. Oh. Was war das? Okay, ich hab's doch gehört hier. So. Ah, zwei von den Typen. Okay. Lässt du Maria in Ruhe? Lass Maria in Ruhe. Maria, komm mal raus. Wir sind hier umzingelt. Lasst ihr Maria in Ruhe. Hey, hey, hey. Nein. Maria, komm bitte. Lauf. Lauf einfach und lass mich die erledigen. Ach, Mensch. So. Einfach weiter. Und weiter. So. Das ist besser als das Holzbrett, auf jeden Fall. Verdammt nochmal. So. Beide bitte kaputt treten. Ich weiß nicht, wie viel Maria aushält, das ist das Problem. Eieieiei. Die Nathan Eve, okay. Ist hier in dieser ganzen Stadt nichts gefunden? Eigentlich. In diesem Abschnitt. Your Ed. Ja. Okay. Sonst ist hier nichts scheinbar. Okay. Dann. Wie geht's dir, Maria? Ich würde gerne wissen, wie es dir geht. Diesen ganzen Angriffen. Du scheinst ziemlich viel auszuhalten. Das finde ich gut. Ja, wir laufen einfach weiter und laufen weiter und bis hier am Ende was kommt. Okay. Silent Hill Historical Society. Boat Launch. Ah ja, okay. Hier vorne ist wahrscheinlich abgesperrt, ne? Silent Hill Historical Society. Gehen wir gleich hin. Ich würde zu gerne erstmal gucken. Ah! Okay, das habe ich jetzt besser gesehen. So. Die kommen einfach vor der Decke irgendwie. Das ist ja total behämmert. Okay, das Ding ist definitiv effizienter als das Brett. Wir können echt weiterlaufen? Ernsthaft? Computer-Werbung, okay. Wenn das so ist, dann gehen wir jetzt doch nochmal in die Historical Society zurück. Schauen wir mal, was wir hier haben. So, dann gucken wir doch uns mal hier um. Abgeschlossen. Hier ist alles abgeschlossen.
So. Ist alles abgeschlossen. Hier kann man nicht hin. Ah, da liegt aber ein. Ja. Ein erstes Boot. Schiffe zum Vergnügungspark am See und Lake Hotel. Ach, wir müssen mit dem Schiff fahren. Okay. Aber hier geht nichts. Hier geht nichts, weil die blöde Tür abgeschlossen ist. Verdammt nochmal. Hier? Irgendwas? Nö, okay. Das heißt, wir müssen weiter. Okay. haben noch 2 Minütchen. Ich denke mal, dass wir da noch einiges, dass wir da noch was schaffen. Ja, die Attacken sind geil. So, dann schauen wir mal, wo es uns jetzt hin verschlägt hier durch den Nebel des Grauens. Boah, das ist wirklich heftig. So, hier. Ja, eine Brücke. Okay. Hier liegt auf jeden Fall was. Patronen. Okay. Was ist mit ihm hier? Was ist das? Hier ist eine Karte. Ach. Pete's Bolorama. Ich habe es auf meine eigene Karte übertragen. Okay, das heißt, wir haben einen neuen Zielpunkt, weil es hier wieder mal nicht weitergeht. Okay, das heißt, wir müssen zurück in die Bowlingbahn. Alles klar. Gut, dann stapfen wir da noch hin. Ich wusste das. Ich wusste es. Hallo. Hallo. Ja, so. Du bleibst schön liegen. Ah. Einmal drauf trampeln. So. Und weg damit. Ich wusste, dass da was kommt, ey. Ist sonst nix. Ey. Okay, dann machen wir uns noch auf den Weg zu der Bowlingbar. Ich glaube, ja, wir müssen ziemlich weit noch geradeaus. Okay, wir laufen jetzt einfach vorbei, würde ich sagen. Maria, lauf einfach weiter. Du kommst doch, oder? Ja, sehr gut. Okay, wir laufen einfach dran vorbei. Die kommen ja immer wieder scheinbar. Man kann kein Gebiet hier cleanen, leider. Und genau. Ach, meine Uhr klingelt gleich schon. Ah, wie krass. Wow! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Boah, wo kam der denn auf einmal her? Das war ja Matrix-like. Boah. Einfach einmal quer durch die Luft, ey. Das war ein geiler Move, ey. So, dann gehe ich jetzt noch kurz. Meine Uhr hat schon geklingelt, aber ich gehe noch kurz zur Bowling-Arena. Also zur Bowling-Bahn. Nein, lauf einfach. Das ist mir jetzt egal. Lauf einfach, die kommen immer wieder. Lauf einfach dran. Maria, kommst du? Danke. Ja, sie kann nicht so lange laufen. Das ist halt. Die hat hier ihre Stöckelschuhe an, oder was das ist. Ja, die hat Stöckelschuhe an. Deswegen. So. Aber gut, dann gucken wir uns das beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Ich werde auch tatsächlich jetzt einmal einen Quicksave nutzen, aber nur weil die Folge zu Ende ist. So, gut, ich glaube, wir sind. Ja, wir sind da. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und jo, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.